Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Willkommen zurück zu einem weiteren Nebenquest. Und zwar geht es hier um die Geheimnisse der ersten Pyramide. Und hierfür müssen wir zuerst noch einen Herr finden. Der uns hier ein paar Informationen geben wird. Okay, ich sehe nur. Das ist unser Herr, der wird wahrscheinlich verfolgt. Oh, bei den Göttern! Und hier kommen auch schon die Herren. Wow. Hey, was? Schneidet ihm den Weg ab! Gib uns das Relikt und wir werden dein Blut nicht vergießen! Komm her. Er darf nicht entkommen! Hab dich! So, wo ist der Letzte? Sprich mit Merkes, okay, Mr. Merkes. Ah, sieh sich das ein. Das war fantastisch. Gut gemacht. Wer hat dich geschickt? War es Kition oder Heraklides? Sie dachten, ich käme hier draußen nicht zurecht. Aber wir haben es ihnen gezeigt, oder? Haben wir? Was tust du hier draußen? Machst du Witze, Neb? Wir suchen nach der verlorenen Kammer des großen Snofru, dem Begründer des goldenen Zeitalters des alten Königreichs. Und wie stellen wir das an? Haben sie dir gar nichts gesagt, bevor sie dich losgeschickt haben? Doch, sicher. Meinen Nachforschungen zufolge versteckte Snofru drei Artefakte. Eins in Medum, seiner ersten und eingestürzten Pyramide. Und dann eins in der Knickpyramide, deren Baupläne er nach dem Einsturz Medums sicher anpasste. Und noch eins in seinem letzten Meisterstück und Grabmal, der Nordpyramide. Ich habe eines der Artefakte, aber diese Banditen haben mir ein weiteres gestohlen. Du musst es zurückholen. Wo war das? Sie kampieren in den Klippen westlich von Memphis. Folge einfach dem Fluss, dann findest du sie. Außerdem musst du einen Weg in die Nordpyramide finden, um das letzte Artefakt zu holen. Ich glaube, es gibt oben eine Öffnung, aber es ist viel Kletterei. In meinen jungen Jahren hätte ich es geschafft, aber... Ich sehe mir das an. Wie viele Banditen waren es? Alle, glaube ich. Das ist eine super Aussage. Okay, so wir gehen zuerst hier hin. Das ist am nächsten.
Wow. Ha. So, gehen wir mal zu diesem Bedienten. Wow. Diese Zone ist tabu. Schon mal hier, aber offscreen. Ach, ich vergifte ihn einfach. Das ist viel lustiger. Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Mist! Hier gibt's Ärger! Alarm! Nichts, Bruder. Mm-hmm.
brauchst du noch zu sterben? Hey, Waffen bereithalten, verstanden? Hey, was? Hast du was töte dich! Wärst besser Eunuch geworden? Das kannst du! Ist es eigentlich schwer, so ein Meister? So, genug. Hey, was? Das muss das Artefakt sein, das die Banditen Marquez gestohlen haben. Seltsam. Bist du schon müde? Da bist du ja! Okay, der wollte nicht sterben. Ist okay. Whoa. Hey. Ich war auch schon hier.
Lauf mit dir. Das müsste das fehlende Puzzlestück sein. Dieses nichtssagende Artefakt muss irgendeinen Wert haben, wenn es bei diesen Schätzen aufbewahrt wurde. Ich gehe zu Merkez. Mal sehen, was das für Artefakte sind. So eine schöne Abkühlung. So, wo bist du, Junge? Ich habe die anderen beiden Artefakte. Aha! Das bestätigt meine Theorie. Bei Rehe. Das ist es. Diese Artefakte bilden ein Diagramm. Aber ein Teil fehlt. Man kann sie nicht zusammensetzen. Aber es gibt einen Abschnitt in der Ägyptiaka, in dem es heißt, der Weg ist frei an der nördlichen Spitze. Und die Inschrift auf diesem Artefakt muss von den Pyramidion oben auf Snofros Grabmal sprechen, der Nordpyramide. Ich bin sicher, dass der Schlüssel zu diesem Rätsel dort liegt. Warum gehst du nicht mal nachsehen? Wonach genau suchen wir denn eigentlich? Die kostbaren Schätze des Snofru galten seit Ewigkeiten als verloren. Wir werden Helden sein, wenn wir sie finden und ans Tageslicht bringen. Hey, ich bin kein Grabräuber. Nein, nein, natürlich nicht. Ich verspreche dir, dass wir niemandes Friede im Gefilde der Binsen stören werden. Ich klettere mal hoch und sehe mich um. Okay, es sind nur 100. Es müsste ja so sein, ne? Hm.
Spitze von Snorfros Grab. Was sind das für Vertiefungen? Wenn ich vielleicht diese drei Artefakte passen perfekt in die Vertiefung. Es ist ein Diagramm. Von der Nordpyramide aus scheint es auf diese Ruinen im Osten hinzudeuten. Dort finde ich die Kammer. So, wenn wir schon hier sind, dann gibt es mal noch Pyramiden-Sliding. Und? Was hast du gefunden? War es so, wie ich sagte? Jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Hast du was gefunden? Eine schöne Aussicht. Die Artefakte passen in den Deckstein und bilden ein vollständiges Diagramm. Ganz erstaunlich. Und? Löst das das Rätsel der Geschichte? Wo die Kammer zu finden ist? Ich vermute, es zeigt auf etwas östlich von uns. Ich habe so etwas wie einen verfallenen Tempel erkannt. Folge mir. Ich bringe uns dorthin. Lauf nicht wieder in dein Verderben. Mit dir an meiner Seite? Wohl kaum. Wie bist du eigentlich auf die Banditen getroffen? Oh, ich habe sie angeheuert, die fehlenden Artefakte zu finden. Was? Du hast sie angeheuert? Nun, ihr Anführer Belosch behauptete, er kenne die Wüste besser als jeder andere. Ich dachte nicht, dass sie sich gegen mich wenden. Ich wusste nicht, dass sie solche Banditen sind. Es gibt nur solche Banditen. Sie alle plündern und morden für Geld. Ja, sie schienen auf beides recht begierig, als sie mir das eine Artefakt stahlen und mich wegen des anderen töten wollten. Ach, du bist eine Gefahr für dich selbst. Das sagt man mir öfter. Da sind wir. Der Eingang ist natürlich verborgen. Was siehst du, Die Überreste dieser Statue des Wächters sollten in Richtung des Eingangs schauen. Aber wo ist er? Die Statuen haben Zeitalter überdauert. Es sieht genauso aus, wie Manetho es beschrieben hat. Faszinierend. Aber was bedeuten sie? Okay, so einen hat das hier noch. Hier scheint der Boden weich zu sein. Sehen wir mal, was unter dem Sand ist. Bei Re, was wir wohl finden werden? Ein letztes tödliches Hindernis. Ich sagte doch, keine Sorge. Komm mit, hier entlang. Du zuerst. Wir sind die Ersten, die seit mehr als 2000 Jahren einen Fuß hier hineinsetzen. Und irgendwo müssen diese Schätze sein. Okay, wie vermutet. Keine Sorge,
Du hast genau getan, was ich dir geheißen hätte, wenn du nicht so schnell reagiert hättest. Das ist so göttlich schön. Siehst du auch, was ich sehe? Dieser Raum hier ist perfekt erhalten. Seit Snowfrohs Herrschaft. Unangetastet. Ein perfekt erhaltenes Pyramidion. Ein Relikt der Götter. Und der Quell alles Guten. Die ersten Strahlen des Reh sollten darauf fallen. Und den Weg für den Bennu-Vogel erhellen, der über die Wasser des Nun flog. Sieht nach einem Riesenstück Gold aus. Das ist es? Hier sind fast nur alte Schriftrollen. Nicht viel Gold. Welch ein Schatz. Sieh dir nur all die Geschichte an. Kition und Heraklides werden staunen. Ich werde berühmt. Wir werden berühmt. Schön, dass ich helfen konnte. Sobald ich unsere Entdeckung katalogisiert habe, bringe ich sie in die Bibliothek von Alexandria, auf dass sie studiert und bewahrt werden kann. Okay, so das war ein interessanter Quest. Muss ich echt sagen, war super.